10 Verhaltenstipps von Max und Flocke in Zeiten von Corona. Egal ob Bus und Bahn, Supermarkt oder auf dem Schulflur, benutze dort, wo es Vorschrift ist, einen Mundschutz. Achte auf den Sicherheitsabstand von mindestens 1,50 Meter. Das sind 2 große Schritte eines Erwachsenen oder eine Kängurulänge. Wasche dir regelmäßig die Hände und das jedes Mal 20 bis 30 Sekunden. Das ist so lang, wie wenn du 2-mal Happy Birthday singst. Wenn du dich krank fühlst, sage deinen Eltern Bescheid. Vermeide dann so weit wie möglich Kontakt zu anderen Menschen. Gehe auch nicht zur Schule. Wenn du chronisch krank bist, musst du nicht zur Schule. Du kannst aber von zu Hause lernen. Chronische Krankheiten sind solche, die lang andauern und nicht vollständig geheilt werden können. Ein Beispiel dafür ist Asthma. Zeit für die Schule. Zeit zum Spielen. Feste Essens- und Schlafenszeiten sind wichtig. So bringst du Struktur in deinen Tag. Achte darauf, dass du genug schläfst. Egal ob zu Hause oder im Klassenzimmer deiner Schule. Lüfte regelmäßig. Noch besser ist es, wenn du so viel Zeit wie möglich an der frischen Luft verbringst. Auch wenn du deine Großeltern und Freunde nicht treffen kannst, halte trotzdem Kontakt. Wie wäre es mit einem Telefonat oder einem Videoanruf? Dann könnt ihr euch sogar sehen. Mach etwas zusammen mit deinen Eltern und Geschwistern. Vielleicht kocht ihr mal gemeinsam, bastelt oder spielt. Du hast Fragen oder dich beschäftigt etwas? Dann sprich darüber. Entweder mit deinen Eltern oder anderen Menschen, denen du vertraust. Du wirst merken, dass es dir danach besser geht. Wenn du niesen, husten oder Nase putzen musst, halte zu anderen Menschen Abstand und drehe dich von ihnen weg. Benutze ein Taschentuch, wirf es dann in den Müll. Kein Taschentuch dabei? Dann niese in deine Armbeuge. Wasche dir danach jedes Mal gründlich die Hände. Iss gesund und schlafe ausreichend. Mehr Informationen findest du unter www.max-und-flocke-helferland.de. Tschüss, sagen Max und Flocke.